Hallo und willkommen zurück nach einer längeren Aufnahmepause zu My Time at Sandrock. Bei euch geht das Ganze nahtlos weiter über. Ich habe bestimmt 4 Wochen nicht aufgenommen, wenn das mal reicht. Wir hatten genug vorproduziert, langsam neigen sich die Folgen dem Ende zu. Und ich wollte eigentlich immer mehr aufnehmen, aber es war heiß und naja, wie es halt so ist. Ich habe jetzt Urlaub, also ich habe Zeit und die Temperaturen erlauben auch zum Glück ein etwas längeres Aufnehmen. Und ich habe keine Ahnung, was hatten wir vor? Ach ja, und übrigens, Hi, da ist er wieder. So, dann lasst uns einfach mal in die Quest gucken, oder? In die Missionen, Verzeihung. Blumentor haben wir immer noch am... Oh, ich glaube, da haben wir es ein bisschen übertrieben. Ach ja, die Nashorn-Kaktus-Pflanzen, die waren in Arbeit, die müssen fast fertig sein. Auftrag der freien Stadt. Ach ja, ein Wasserturm, genau. Er wollte auch... Das sind alles Dailies. Und... Ach, ja... Wenn es einen Moment länger dauert, Verzeihung. Wisst ihr, wie es ist? Wo wollte ich da nochmal gucken? In den Kalender. Ach ja, genau. Morgen ist Lagerfeuergespräch. Aufgrund dessen, ich erinnere mich, unsere Priesterin, die... ich habe den Namen vergessen. Ich kann spickern. Wie gesagt, ich habe zu lange keinen Sandrock gespielt. Ich habe andere Sachen zwischendurch gespielt. Wo ist sie denn? Unsere Mathilda, genau. Ich wusste zwar irgendwas mit M. Die gute Mathilda wurde ja von Logan entführt. Von daher, ja. 2 Sandrocker kennen wir noch nicht. Das müssten wir ändern. Und jetzt gucken wir erstmal hier. Komisch. Oh, Alter, es ist jedes Mal dasselbe. Ich sag's immer wieder. Sofern ich aufnehme oder streame, anfange, dann kribbelt mir die Nase. Was ist denn das? Und jetzt kribbelt's hier auch noch. Flöhe, so ein Scheiß. Also, Wasser und Dünger ist noch genug da und dauert. Haben sie das gefixt? Ich weiß gar nicht, ob das Spiel irgendwie ein Patch gekriegt hat. 15 Minuten. Weil da stand immer von 300 Tagen oder so was beim letzten Mal. Die Rolle wollte ich eigentlich nicht machen. Wir brauchten aber noch Ressourcen, wie immer, ne? Ja, der Grind ist wie immer real. Das tut mir leid. Entschuldige mich schon mal im Vorfeld für eventuelle Grinditäten. Wasser. Wir brauchen Wasser. Mir eigentlich was ab. Ach ja, hier fehlten uns immer noch. Das leidige Thema. Es fehlten uns immer noch bestimmte Ressourcen, die wir hoffentlich dann bald mal freischalten können. Ich hätte unheimlich gerne neue Spitzhacke und ich hätte unheimlich gerne neue Werkstattgeräte, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir können noch was hinzufügen. Was haben wir hier? Die ist noch frei. Da ist noch Plastic Scrap, dann verarbeiten wir den Rest Plastic Scrap hier auch nochmal. Eisenschrott ist auch immer eine gute Idee. Ich glaube, Eisen ist so ein Ding, was uns ausgegangen ist aktuell. Oder so kurz vorm Aus. Wie gesagt, ich habe eine Weile nicht gespielt. Also ich habe vieles nicht auf dem Schirm. Seht es mir bitte nach. Das ist leer, das ist leer. Kann ich noch Wasser herstellen? Ja, das gucken wir gleich mal nach. Ich dachte, erstmal ein bisschen reinkommen, ein bisschen Basics. Da ist Wasser. Oh ja, wir können Wasser bauen. 3 Stück, das ist schon. Und jetzt gucke ich nochmal in die Dailies. Was brauchen wir denn dafür? Fangen wir ganz unten an. 4 von den Dingern. 4 von den Dingern. 3 von denen. Ein Wasserturm. Okay. 4 Stück. Ah, da fehlt mir Lehm. Okay, wie immer. Da fehlt 3 Stück. Waren das 3 Stück? Ja, ne? Die können wir bauen, die sind fertig. 4 Stück. Kann ich auch bauen. So. Ach ja. Ich hatte in den Kommentaren gefragt. Es hatte mir keiner geantwortet. Das ist nicht schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob die Folge schon raus ist. Weil, wie gesagt, ein paar Folgen habe ich noch. Ich hatte in den Kommentaren gefragt, wo finde ich ein Lehm? Ich habe das meiner Frau erzählt und die meinte, was? Warte. Sandrock, wo ist jetzt was? Oh, hier ist noch eine Quest, da sollten wir gleich mal hingehen. Die meinte, hier so sei irgendwo Lehm. Hier sind Lehmgruben. Ich so, okay. Ja. Können wir ja mal gucken, aber wie gesagt, hier war noch eine. Da ist noch ein Marker gewesen gerade. Wer steht denn da noch rum? Ist das hier. Können wir da was abgeben? Wahrscheinlich, ne? Je nach Einbruch. Ach so, geh nach Einbruch der Dunkelheit raus. Da war doch noch irgendwas. Ist das Elsie gewesen?
Das klingt so nach so einer Elsie-Quest. Gummireste. Ja, ja, gerade nicht. Ja, das ist ja, Einbruch der Dunkelheit. Das machen wir dann gleich. Ich kann gerade mal gucken. Hier war irgendwo. Also hier sollen so Lehmgruben gewesen sein irgendwo. Ja, hier glaube ich, ne? Das hier sieht so. Kann ich da? Ne, kann ich nicht. Also meine Frau meinte, hier gibt es irgendwo Lehm. Ich hab's bloß halt nicht fett gekriegt. Ja, wir gucken dann aller Ruhe nochmal. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne nochmal genau schildern. Ich frag da halt gerne nochmal. Weil hier gibt es Steine und Co. Von daher. Einbruch der Dunkelheit. Bronzerohre und. Genau. Ich meine, oh, da könnten wir eigentlich. Moment, wir könnten zum Dock gehen und könnten da. Kümmern wir uns gleich drum. Wir gehen mal zum Dock, das schaffen wir, glaube ich, noch. Es ist um 6. So 18, nee, 18 nicht, so zu 20 Uhr oder so. 20, 21 Uhr, Ingame versteht sich, sollten wir raus. Und mit der Quest, aber wenn wir gesagt hier einmal das Ganze dann das abgeben. Ich will schon seit Ewigkeiten, ich weiß, ich jammer und wie immer wieder, aber ich will schon seit Ewigkeiten diese neuen Materialien alles haben, aber irgendwie. Das Spiel hält mich ganz schön hin, ne? Das finde ich unfair vom Spiel. So, können wir noch irgendwas erforschen? Wir haben 66 Discs. Boah, lass mal die Schiffbruchstation, ne? Und die dauert jetzt 4 Tage. Ja, ist okay. Wir haben nur noch 2 Sachen danach, also 3 in total. Das passt schon. Hey! Womit? Grüß dich! Stadtbewohner, Banditenproblem, E gleich MC Quadrat, okay. Oh, er schuldet mir einen Tee. Ach ja, er hatte irgendwas von einem Tee gesagt. Ich erinnere mich. Thank you. Immer gerne, Doc. Und noch einer. Thank you. Na klar. Damn. Oh, wir sind jetzt guter Freund mit dem Doc. Ach ja, der Doc war ein Love Interest. Ich habe das ganz vergessen. Oder verdrängt. Gefällt ihm. Hast ja. Kann ich mir nochmal so einen Energiestein geben? Ja, befreundet. Beste Freunde. Bekannter. Soziales Netzwerk. Oh. Die Nia ist ein Stück zurück. Die könnte uns auch mal wieder besuchen. Sag mal. Habe ich da noch? Ja, bestimmt. Nein. Kein Verlobungsring. Hier für dich. Danke. Nein. Einfach nur nein. Ich bin offen für alles, aber nee. So sehr habe ich den Doktor doch nicht lieb. Oh Mann. Oh. Am Ende geht es mir noch wie Gronkh wie hieß es denn? Das ist was Dungeon Lords gesagt, das war was anderes. Wie hieß es denn? Nicht Mass Effect, das andere vom Obsidian. Ich komme nicht drauf. Oh Gott, der Unsichere wieder. Ich muss jetzt mal nachgucken. Wartet mal. Das macht mich sonst bekloppt. Aber wie hieß denn das Spiel, Mensch? Mass Effect. Könnte ich auch mal spielen. Aber ich habe so viel auf dem Plan noch, ne? Nicht Obsidian, BioWare. Dragon Age war's. Dragon Age, genau. Ich,
kann sonst nicht pennen. ja, genau. Genau, sonst geht's uns noch wie Gronkh in Dragon Age 2 war es, glaube ich, mit dem Alistair. So. Den Wassertank müssen wir noch fertig machen. So, reicht das jetzt aus nach 19 Uhr? Oder ist das immer noch nicht spät genug? Nee, das Brigitte noch nicht. Dann hau ich noch ein bisschen Holz um. Beziehungsweise, ich könnte ja auch mal... Wie gesagt, wir brauchen mehr so Schlamm und so ein Zeug. Aber wo soll dann hier... Ich muss sie bei nächster Gelegenheit mal fragen, die... Meine bessere Hälfte. War das nicht auf der Karte auch verzeichnet? Moment. Die Hühner und so. Oh, Moment. Genau, es war doch in den... Ressourcen, Produkte, Lehm, Festgestein, Keramiktor, Laden, ach der Konstrukt, Festgestein. Genau, wir sind richtig. Hier in dem Radius, genau. In diesem Radius gibt es hier Festgestein und da ist Lehm mit drinne. So, und Festgestein ist jetzt, was hier? Ist das das? Flussstein. Nee. Festgestein sind, glaube ich, die Dinger hier, ne? Ja, aber das sind erstmal... Oh, die kann ich fürs Angeln mitnehmen. Moment. Leute, ihr solltet mal zum Arzt gehen. Jedenfalls einer von euch, der euer Kopf brennt. Die denken zu viel nach hier. Dem raucht schon der Schädel. Genau, hier. Hier ist tatsächlich dann auch Lehm drin. Wenn wir Glück haben, heißt es. Nee. Das ist Flussstein, da ist keins drin. So, jetzt... Nö, wahrscheinlich um 8 oder so. Auf den Dreck sammeln wir auf, ja. Ne? 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 Ne. Oh. Ah, jetzt. Sag ich doch, es ist eine LC-Aufgabe. Logan, what are you thinking? Ich glaube, Logan denkt gar nicht. I just can't believe you did that. Tja, Mädel. Hast du Pech. Wenn man denkt, man kennt jemanden, dann kann er einen doch auch mal negativ überraschen, leider. Ist die Frage, was dahinter steckt. Ah! Hi. Oh, I didn't see any there. I must have been so worked up. Didn't notice nothing. Du hast ja auch nach vorne geguckt und ich stehe hinter dir. Es sei denn, du hast neuerdings hinten Augen. What are you doing here? Was machst du da? Also, ich mache mir Sorgen um dich, Elsie. I ain't doing nothing. Mhm. Du machst nichts, so wie du das mit Mians Bauurkunde gemacht hast, mit ihrer Handwerkerlizenz. Mhm, ich verstehe. Just came out to look at the stars is all. Ich höre Schritt. Ja. Im Hintergrund. Da. Tatsch, 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 tatsch. Du kannst nicht glauben, wer was getan hat. Ich hab dich Logan hören, sagen hören. Yeah, I can't believe he'd betray us like that. I hate him. Ach, sie kommt zur Einsicht. Nee, wie gesagt, wir wissen ja, wir kennen ja nicht die volle Geschichte. Was er gemacht hat, ohne Frage, mit Matilda entführen und so, geht gar nicht. Geht absolut nicht. Aber es steckt irgendwas dahinter. Wir müssten mit ihm einfach mal quatschen können, das ist das Problem. I mean, I don't know, I ain't like hating him really. Also, I guess I'm just so dang mad. Ah. So, wenn jetzt keiner guckt, dann, könnte man sie... Was? Nein, alles gut. Ich mag sie. I just can't make no heads or tails of it. Why do you take Matilda? What the heck do you want? Why can't you just talk about it? Habe ich gerade gesagt, wir müssten mit ihm eigentlich mal sprechen. Naja, mal gucken. Where is he now, huh? I wanna just go and ask him.
I'm just ja, ich, feeling stuck is all. Ich würde ihn auch gerne fragen. Er ist ein Krimineller. Du kannst seine Gedanken nicht verstehen. Du willst ihn immer noch unterstützen? I ain't giving up yet. Aha. I wouldn't be this angry, you know? Ja, ich werde die Antworten schon aus ihm rausprobieren. Ich meine, ich werde ihn fragen. When I was little, I remember I tried to climb this tree. He was just standing there laughing at me. But then he told me to slow down and I wouldn't get hurt. And then, when I was 6, I got attacked by a monster. And he saved me. Okay, er hat sie gerettet. Wo sie 6 war, okay. Wie alt ist sie denn jetzt? 14? We grew up together for 10 years. I looked up to him, you know? Okay, also mindestens 16. Like, how can I describe how I'm feeling now? It's like my heart is hurting or something. Like, it's like... Also, heartbroken. Oh, die Arme. I got it. Like, you and me, Aunt, right? You've known each other real long. What if Burgess came along one day and he's saying, me Anne's been cutting down all the trees and he sent her to tree jail. Whole town's now hating her. Would you still trust her? Was? Tree jail? Baumknast? Hä? Was? Jan würde das nicht tun. Ich würde ein Urteil auf der Grundlage von Fakten fällen. Manche Menschen sind einfach böse. Vielleicht auch Mien. Oh Gott. Mien würde sowas nicht tun. Right? That's what I'm saying. There's no way you'd abandon your friend. I'm just so confused. I don't know what to do. He really did something unspeakable, but I wish everyone would just calm down and talk. Not like anyone will ever listen to me. Hier, erstmal einen Schluck aus der Pulle. Erstmal einen ordentlichen Whisky und dann geht das auch. Wenn sie alt genug zum Trinken ist. Hey, why is it when you say something, do something, everyone's always listening to you? Why is it so easy to trust you? Weil ich ein echter Hingucker bin. Nein, weil ich natürlich harte Arbeit leiste und weil man sieht, dass also es sind meine Ergebnisse sprechen für sich quasi. That's true. You're working every day. You're working when I get up, when I doze off, when I'm herding cattle, catching birds. Even when I'm eating, you're still working. Ja. Workaholic. You've done so much good Schuldig. For so many folks around here. If they ain't listening to you, they ain't listening to no one. All right. I gotta prove myself to everyone. Then they'll finally listen to what I have to say for once. They don't listen to nothing on that. Oh, das war mehr ihr Vater, glaube ich. Was hast du vor? Du bist in ihn verliebt, stimmt's? Und das wäre gemein. Na, was hast du denn vor? Let me see. I don't know, what do we do before? I mean, going to his house was my idea anyway. Da sie nicht so... Guck mal, er kommt zurück. Diese Echse im Hintergrund, ne? Er war wahrscheinlich, oh, ich muss mal pissen. Und jetzt ist er fertig, ich komme wieder. Ja, wie gesagt, sie ist nicht die hellste. Das sagt sie ja selber. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. I really don't know what to do. Think, Elsie, think. Oh, oh, sie will denken, rennt weg. Schnell, run. Well, I ain't giving up on him. He ain't innocent, but there must be some reason. But I don't know. All I know is, I still gotta do some growing on my own. Hab ich gerade gesagt, mir hört ja nie jemand zu. Das ist genau, was ich gerade gesagt habe. Also, ich gebe, also das mit dem nicht aufgeben, aber mit dem unschuldig, also ich muss einen Grund geben. Wenn sie mir mal zugehört hätte. I don't know what to do next. I think I've been thinking too much today. My brain's all used up. Fang einfach zu Hause an und versuch hart zu arbeiten, also härter. Warum versuchst du nicht, Menschen in der Stadt zu helfen? Das könnte beides schief gehen, es ist Elsie. Aber Hilfe in der Stadt ist vielleicht nicht schlecht. The people in town, I don't reckon they want my help no more. When I go near them, they think I'ma do a prank or something. They just want to get rid of me. I reckon I'll start with helping Ma and Pa. Ah, okay. All right, I got it. I'ma learn from you.
Oh, I'm gonna be someone people can rely on. Okay, das ist ein guter Gedanke. I'm gonna get serious. Start small, you know? I reckon getting the old man, I mean Pa, to respect me is my first step, huh? Das ist eine gute Idee, ja. Alright, I'm feeling better now. Thanks. Let's head back now, yeah? Okidoki. Okay, okay.